Hallo Freunde, was geht? Hier ist wieder euer David. Ein herzliches Willkommen zur Tür Nummer 2 auf dem Adventskalender. Heute widme ich mich mal meiner Bassdrum. Warum widme ich mich meiner Bassdrum? Weil sie was ganz Besonderes ist, wenn man bedenkt, aus welchem musikalischen Hintergrund ich eigentlich komme. Und zwar, ich bin eigentlich Mettler bzw. Rocker und Mettler, aber mittlerweile hat sich mein musikalischer Horizont sehr weit erweitert, wie man das auf meinem Kanal gut hören kann. Aber was ist jetzt besonders an meiner Bassdrum? Wir sehen es direkt, die Bassdrum ist geschlossen und ungedämpft. Die Felle dämpfen sich von selbst. Und zwar habe ich das so realisiert, dass das Schlagfell so tief runtergestimmt ist, dass quasi nur die Falten von dem Fell weggestimmt sind und das Resonanzfell ziemlich gut hochgestimmt ist. Und was bewirkt das Ganze? Die Bassdrum hat einen Klang zwischen einer Jazz- und einer Metal-Bassdrum. Das heißt, hier ist ein extrem harter und starker Attack vorhanden, aber gleichzeitig auch ein ganz guter Anteil von Tiefbässen, von tiefen Frequenzen, und das möchte ich euch jetzt mal gerne demonstrieren. Hier habe ich eine Stimmschraube. Diese Stimmschraube lege ich jetzt auf meine beiden Floor Toms, erstmal auf das 16er und dann auf das 14er, und dann schauen wir genau, was damit passiert. Das war geil gerade. Noch einmal. Schick sie jetzt mal hier drauf. Mal gucken, hier bleibt sie liegen, und jetzt spiele ich. Echt genial. Also, wir konnten es tatsächlich sehen und auch hören. Diese Bassdrum, trotz dass sie nur 20 Zoll Durchmesser hat, produziert einen enormen Tiefbass, der die Felle der Floor Toms zum Resonieren bringt, und diesen Klang liebe ich einfach. Und somit ist diese Bassdrum hochinteressant und ziemlich selten, wenn es um den Metal- und eher Rockbereich geht. Ja, ich hoffe, euch hat diese Episode des Adventskalenders gefallen, und wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch einen Like da, dann abonniert doch den Kanal und so weiter und so fort, und dann würde ich mal sagen, bis morgen, ciao!